Hi, servus und willkommen bei Barramundi im Support. Ich möchte euch heute mal den Support vorstellen. Kommt doch einfach mal mit, wir gehen ins Supportbüro. Vorab zwei, drei Fakten, die ihr gerne über den Barramundi Support wahrscheinlich wissen wollt. Unser Support besteht aus ungefähr 20 Mitarbeitern, die normalerweise hier in dem Supportbüro sitzen. Jetzt aktuell aufgrund der Lage mit Corona ist es so, dass wir unseren Support aufgesplittet haben. Einmal sind ein paar Mitarbeiter hier im Glaspalast und die anderen Mitarbeiter sind im Homeoffice. Wir wollen trotz Corona weiterhin einen super Support für euch leisten, was uns auch aufgrund der Kundenbewertungen, die wir unter unserer Bewertungsplattform bekommen, durchaus gelingt. Wir halten trotz Corona weiterhin unsere 4,7 Punkte von möglichen 5. Aktuell ist es auch so, dass wir über 80% der Tickets innerhalb eines Kalendertages schließen. Und dementsprechend gehen wir jetzt auch gleich zum Kollegen von uns. Das ist der Nick. Der Nick ist unser MDM-Spezialist. Nick, zwei, drei Fragen. Erstmal servus. Hey. Erzähl mal ein bisschen, wie war für dich die Umstellung? War es schwierig, ein Glaspalast nicht mehr mit Homeoffice? Wie war es für dich? Erzähl mal. Ja, ich denke, es war für uns alle erstmal eine Ausnahmesituation. Wir mussten natürlich die Prozesse ein bisschen umgestalten, unsere Arbeitsweise ein bisschen anpassen. Wir machen natürlich jetzt deutlich mehr in der Online-Welt. Gerade auch unser tägliches Team-Daily, was wir sonst natürlich hier immer mit allen Kollegen aus dem Support hatten, wird es auch online abgehalten, dass sowohl die Homeoffice-Kollegen als auch die hier im Glaspalast sind, alle teilnehmen können. Cool, danke für deinen Einblick. Falls ihr Fragen zum Support habt oder Anregungen oder sonstiges, Fragen zum Produkt habt, meldet euch gerne auf den bekannten Wegen, das ist einmal die Hotline oder per E-Mail. Danke und ciao.